Servus und habe die Ehre zu einem kleinen Bericht über Equipment, technisches Equipment. Ja, es ist ja so, im Zuge dieser Corona-Daheim-Sitzen-Partie ist es natürlich praktisch, wenn man ein bisschen Equipment hat, dass man in die Außenwelt kommt per Online-Zugang, also über Livestreams, über Videos, über Skype, über keine Ahnung, was es da alles gibt. Und natürlich, ja, weil an jedem ist ja das Geschäft weggebrochen, kann man so sagen, und man kann sich halt ein bisschen behelfen, der ein oder andere. Der eine kann Instrumentenunterricht geben, der nächste gibt weiter seinen ganz normalen Unterricht übers Internet, wie der andere macht, keine Ahnung, eine Beratung oder Besprechung. Und dazu ist es natürlich nicht schlecht, wenn man das Internet hat. So, und jetzt ist es natürlich so, dass ich Gott sei Dank schon vor über ein Jahr angefangen habe, mich mit dieser Internetgeschichte zu beschäftigen, mit diesen Online-Plattformen und dem Social Media und dem Ganzen, und entsprechend aufgerüstet habe, gigantisch aufgerüstet. Eigentlich für die 16er Buben, für mein Wiener Liedbackel gemeinsam mit Patrick Rutger, aber auch natürlich für meine Sachen, die ich so vorhabe. Ja, und jetzt stehen wir da und ich habe den Vorteil, dass ich das Material habe. Einige Freunde haben mich kontaktiert und haben mich gefragt, erst, ich muss jetzt da auch irgendwie online gehen, hast du da Tipps, Ideen, Vorstellungen, was brauche ich da dazu? Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache einfach ein kleines Video drüber, das ist einfacher, als man es an jeden extra erklärt, wobei mir ja jeder fragen kann, aber ich bin ja auch kein Profi. Ist ja nicht so, dass ich da jetzt besonders weiß, wie das alles funktioniert, sondern ich habe das einfach durch Learning by Doing, habe ich mich da halt ein bisschen eingearbeitet in die ganze Geschichte und spätestens dann, wie wir nicht mehr zusammengekommen haben können, also diese quasi Quarantäne in Kraft getreten ist, naja, da habe ich dann aber schon Gas gegeben und habe herausgefunden, wie kann ich mich mit dem Patrick als 16er Buben zusammenhängen und dann live streamen. Ja, aber gehen wir in Medias Res. Im Prinzip kann ich nur sagen, was ich verwende, das ist alles keine Werbung in dem Sinn. Ich kriege ja nichts Zeit dafür oder bin auch nicht dafür gebeten worden, sondern es sind Dinge, die habe ich mir halt gekauft und die verwende ich im Zuge meiner Arbeit im Online-Marketing, beim Livestream und Co. Erster Punkt, es ist einmal ganz einfach, Livestreamen, mit dem fangen wir an. Der Patrick hat bei ihm im Waldviertel ein iPhone. Punkt. Da ist nicht mehr. Ein iPhone und dann hat er noch, was beim iPhone dabei war, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Smartphones ist, ob das auch immer dabei ist, so ein Headset, nicht? Also Kopfhörer mit einem Mikrofon. Funktioniert tadellos für alles Mögliche, was halt von seiner Seite kommt. Gott sei Dank hat er sich noch rechtzeitig, kurz davor nämlich, ein Stativ dazu gekauft. Also ein simples Stativ, jetzt zum Beispiel sowas, das ist nämlich recht leibend. Das ist, das kannst du als Handystick verwenden, ne? Das kann man so ausfahren, alles mit, kann man als Handystick verwenden, du kannst Querformat, du kannst mit Hochformat arbeiten und so weiter. Und das ist halt der Vorteil, du hast dann da noch so Standfüße. Und jetzt kann man das dann auch noch wohin stellen. Ja, so eins hat der Patrick jetzt zum Beispiel noch im Weihviertel. Und ja, das hat er und da hat man die Hände frei, also Stativ ist schon leibend, wenn man es hat. Aber es ist vollkommen wurscht, was für eins. Das ist halt jetzt so eine Variante, da gibt es sogar da so einen Auslöser dabei, so einen Bluetooth-Auslöser. Aber es ist egal, es gibt da kleine, große, ich habe ein paar, ich weiß gar nicht, warum ich so viele Stative habe. Das kann ich gar nicht sagen. Keine Ahnung, das muss ich alles ein Vermögen kosten. Aber ja, ich habe es zusammengelegt. Das ist zum Beispiel auch praktisch, weil da kannst, wenn du uneben bist, nicht? Das kannst du verbiegen und so, das kannst du also irgendwo anhängen. Und da ist halt auch so eine Halterung dabei fürs Handy, zum Einklemmen. Alles ganz simpel. Aber es ist nicht schlecht, wenn man ein Stativ hat, weil einfach, ja, stellt man hin, man kann mit der Frontkamera, rückwärtigen Kamera aufnehmen, du hast die Hände frei, alles leibend. Was der Patrick noch hat, und das ist, das kann ich sogar einblenden, was der Patrick noch hat, war wirklich, das war glaube ich 3 Tage vor diesem Corona-Wahnsinn,
haben wir das bestellt bzw. gekriegt. Das ist da dieses Boja MYMM1. Kann ich auch sagen, ich habe es ja auch, fällt mir gerade ein. Moment. Schawuppdiwupp, da ist es. So schaut das aus. Also das ist jetzt mit dem Schutz drauf, mit Windschutz. Da. Also das ist so ein Gerät, das kann man dann mit einem Blitzschuh wo rauf tun. Zum Beispiel jetzt auch das habe ich jetzt nicht bei der Hand, so eine Handyhalterung fürs Stativ. Gibt es manche, wo man dann noch sowas aufschraufen kann, so einen Blitzschuh. Und dann kann man das auch montieren. Hat natürlich den riesen Vorteil, jetzt speziell mit diesem Knäuel da, mit diesem Dead Cat. So nennen sie das nämlich, Dead Cat. Mit dem kann man das im Freien super verwenden. Guter Ton und der Wind, den hört man dann nicht so. Ist jetzt fürs Livestreaming, wenn man allein live streamt, kann man das gut durchaus machen. Mit Patrick kann ich es nicht so machen, weil wir ja miteinander musizieren und beziehungsweise reden. Das heißt, er muss mich aber hören erkennen. Und wenn ich natürlich ein Mikrofon am Handy anhänge, kann ich in der Regel auch keine Kopfhörer draufhängen mehr. Also nur entweder oder. Aber wie gesagt, das ist jetzt das was der Patrick verwendet. Im Prinzip, wo ist das? Ja, ein Stativ, ein Handy, ein Smartphone, ja, und vielleicht ein Mikrofon dazu. Aus. Mehr brauchst du eigentlich nicht fürs Livestreamen, egal was man macht. Wenn man jetzt natürlich ein bisschen intensiver an die Sache rangehen möchte, dann empfiehlt sich natürlich eine Webcam. Kann ich jetzt gerade nicht herzeigen, weil über die mache ich das jetzt gerade. Aber in meinem Fall kann ich zumindest sagen, was für eine ich verwende. Das ist Logitech. Ja, so irgendwie, die C922 Pro Stream Webcam. Ist, glaube ich, eine HD-Kamera, wenn es weiß. Und ja, das macht einfach ein gutes Bild. Anders, ich kann euch jetzt im Vergleich zum Beispiel, kann ich das ja sagen, im Vergleich zu meiner Laptop-Kamera. Muss ich aber schauen, ob ich das da hinbringe. Ja, da. Moment. Kurzes Umschalten. Siehst du das? Das ist die Laptop-Kamera. Zack, zack. Das ist die Webcam. So. Ja. Reicht die Webcam, also die Laptop-Kamera reichert genauso. Wurscht. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen was Besseres machen will, respektive, ihr habt es da einen Unterschied gesehen, ich kann ein bisschen weiter wegfahren, das heißt, wenn ich im Patrick spüle, ich habe einfach einen breiteren Winkel. So, Logitech, die hätten wir geklärt, dann braucht man natürlich ein Mikrofon und das ist eigentlich das Wichtigste, das übersehen oft Leute, das Allerwichtigste bei einem Livestream oder bei Kommunikation ist der Ton, das Bild eigentlich nicht. Der Ton ist wichtig. Und da empfiehlt sich das schon, sich ein externes, gescheites Mikrofon zu kaufen. Ich verwende beim Livestream eben da jetzt, das hängt da drüber, von M-Audio, dieses Ubermic. Es gibt, schaut eine ins Internet, es gibt eh so viel, ein paar Vergleiche dazu. Dann gibt es noch das Yeti mit Y, das kenne ich auch, habe ich auch am Land, habe ich das. Das ist auch recht gut und dann gibt es ja noch, was weiß ich, alles Mögliche. Also, alle Preisgrenzen, nehmt euch nicht das Billigste, das war gut, der Rest ist eigentlich wurscht. Aber eben Audio, Ubermic, das ist eigentlich auch gemacht für so viele Podcaster und Livestreamer. Eine ganz leibende Geschichte und ich bin recht zufrieden damit. Ja. So, das ist eigentlich alles, was man jetzt fürs Livestreamen braucht. Ein Computer, Computer brauchst du vielleicht noch dazu und dann eine entsprechende Software. Ich kann empfehlen, wenn man Apple verwendet, es ist leider nur auf Mac erhältlich, dann gibt es dieses iCam Live. Das iCam Live, weiß ich nicht, ob ich das kann ich das jetzt auch einblenden? Nein, glaube ich nicht. Na wurscht. Streaming-Software iCam Live. Weil ich kann das spontan machen. Ich kann das spontan machen, weil ich mache da quasi, dieses Video mache ich ja quasi wie eine Live-Sendung. Ja? Das ist iCam, ich glaube, Punkt Live. So, schau her. Add, da haben wir es schon. Das kann ich jetzt über das machen. So, iCam Live. So heißt die Software. Wie gesagt, gibt es nur für Apple.
kann man 14 Tage gratis testen und dann kostet es, wenn man einen Jahresabschluss macht, 12 Euro, 12 Dollar. 12 Dollar in der Basisvariante, die ist mehr als ausreichend. In der Regel, also da brauchst du nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, das kann ich als Software empfehlen. Ansonsten gibt es ja das OBS, Otto Bertha Siegfried, OBS, das ist auch so eine Streaming-Software, die kostet gar nichts. Ein bisschen googeln und fertig. Das war's, das reicht. Mehr brauchst du nicht für einen Livestream grundsätzlich. Ich habe da natürlich noch Lavalier-Mikrofone, ne? Das sind die, was man aussteckt. Also wenn man wirklich nur reden will, ist das nicht blöd. Dann habe ich noch eins, auch von der Firma Boya, wo ich das Ding her gehabt habe, das habe ich eh schon. Da, dieses hier, das Boya, das scheint mir so zu sein, dass die quasi Rode-Nachbauten sind. Keine Ahnung. Sie sind auf jeden Fall recht günstig, also viel günstiger als Rode. Sie sind auch wirklich preis-leistungsmäßig erwählt. Und da habe ich eben diese Lavalier-Mikrofone zum Ausstecken auch und sogar eins, wo man zwei verwenden kann, aber mit einer Tonspur. Also auch das wäre noch eine Möglichkeit. Im Prinzip das war es. Was man dann schon noch hätte, das war nicht schlecht, ist ein Licht. Und in meinem Fall, ich will nicht alles herzeigen, also, weil es mir zu anstrengend ist, schlicht und einfach. Aber von der Firma Neva habe ich die bestellt. Auf Amazon, das eine ist ein Ringlicht, das andere sind so zwei Scheinwerfer, kostet alles nicht die Welt und man kann eigentlich ganz gut damit umgehen. Es gibt sogar von Neva so einen kleinen, den habe ich auch irgendwo liegen, so einen kleinen Akku-Scheinwerfer, der ist auch gar nicht schlecht, der macht ein ganz schönes Licht. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur mit dem Handy sich selber filmen will, dann kann man den noch draufsetzen und dann hat man eigentlich eine schöne Ausleuchtung direkt davor. Firma Neva kann ich empfehlen, habe also von denen jetzt eins, also dieses Set, diese Scheinwerfer, das Ringlicht und noch das kleine, alle Produkte bis jetzt sind gut angekommen und machen wirklich einen guten Eindruck. Kann ich empfehlen. So, das reicht für einen Livestream. Schlicht und einfach. Mehr brauchst du nicht. Wobei, das ist eh schon alles die Kür. Die Pflicht ist einfach nur irgendeine eine webfähige Kamera, also das Handy. Das Smartphone, vielleicht ein Mikrofon dazu. Auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Stativ und irgendeine Art von Licht, ja, dass du ein bisschen ausgleicht bist. Das war's. Ansonsten im Schnelldurchgang, was ich noch verwendet, ist grundsätzlich für Videos die Canon M50. Das ist so keine Spiegelreflexkamera, sondern ein bisschen so ein Zwischending. Und so eine Einsteigerkamera, wenn man so will, macht super Fotos, macht super Videos, leicht bedienbar. Man braucht sie da nicht, was ich will, auskennen. Die habe ich, dann habe ich natürlich die GoPro Hero 7 Black. Es gibt ja eine neue, jetzt auch schon die 8er, kenne ich noch nicht, weiß ich noch nicht, aber die 7er ist wunderbar. Kann man super verwenden. Man kann ja auch mit dieser GoPro streamen, auch live streamen. Allerdings kann man die GoPro nicht sozusagen während der Verwendung am Netz anhängen. Das heißt, du bist immer abhängig vom Akku, von der Akkulaufzeit. Ja, und das ist also ein Nachteil, ne? Aber grundsätzlich würde das auch gehen, dass man streamt direkt mit der GoPro. Ja, was habe ich noch? Eins habe ich noch, dieses Rode VideoMic Pro, das ist quasi wirklich noch ein gutes Mikrofon, was man auf die Kamera oben aufhängt. Das braucht man, oder das verwende ich ganz gern, wenn ich mit Patrick, so wie auch zusammenkommen dürfen und können, wenn wir dann was einspielen, zum Beispiel für YouTube-Videos, Wiener Lieder beispielsweise, dann verwende ich dieses Rode VideoMic Pro bei einfach Qualität. Das war's. In Wahrheit wüsste ich jetzt nicht, was ich euch noch viel erzählen soll. Also wie gesagt, diese Produkte kann ich empfehlen, weil ich es verwende und sie funktionieren. Ich habe sonst keine technischen, ausgedachten, ausgeklügelten Tests gemacht damit. Aber das, was ich mache, das, was die 16er Buben im Netz repräsentieren, sozusagen, das ist alles mit diesem Equipment entstanden. Ich hoffe, damit habe ich euch helfen können. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder wenn ihr mir halt reinschreibt, irgendwie ein Feedback oder wenn ihr sogar den Kanal abonniert, das war ja überhaupt leibend. In diesem Sinne, ich danke herzlich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch taugt. Wenn es Fragen gibt, fragt es einfach. Dickes Puzzle, euer Klausi, Servus.